Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein Action-Haul für euch. Ich drehe ja diese Action-Hauls regelmäßig. Ich habe nämlich einen riesen schönen Action bei mir in der Nähe und da fällt es mir sowieso schwer, da mal nicht reinzuschauen. Ich liebe diesen Laden, ja. Da gibt es auch alle möglichen Sachen aus den verschiedensten Abteilungen, also Basteln, Deko, Aufbewahrungsprodukte, Küchenartikel, Küchenzubehör, Geschirr, Tiernahrung, Tierspielsachen, Kinderspielsachen, also wirklich alles Mögliche. Ich lade euch auch regelmäßig jeden Monat einen Action-Shopping-Vlog von mir online. Da nehme ich euch live mit zu meinem Action und wir schauen zusammen, was es Neues gibt und was es auch eben aktuell so im Sortiment gibt. Vieles switcht ja total schnell von den Artikeln her. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Den letzten Action-Shopping-Vlog kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Haul. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir fangen zuallererst mit diesem Fußabstreifer an. Schaut mal, ich finde den so hübsch und der war auch total günstig. Der sieht so aus und da drauf steht eben in schwarzer Schrift Home. Das ist das erste Teil schon fürs Haus. Wir bauen ja ein Haus. Da verlinke ich euch auch unsere Hausbau-Vlog-Playliste. Gerne mal in der Infobox, falls euch das auch interessiert. Da freue ich mich schon richtig drauf. Der kommt vor die Haustür. Dann mal. Ah, ich freue mich. Da gab es auch noch andere Muster, zum Beispiel mit Leo-Muster und auch viele andere. Dann geht es weiter. Action hat auch schon super viele Sommerprodukte. Da habe ich mir hier einmal diese Wasserhängematte mitgenommen. So eine Wasserhängematte hatte ich noch nie und ich fand die auch ziemlich günstig. Deswegen habe ich mir die auch mal mitgenommen. In Pink gab es auch verschiedene Farben. Genau, und die ist 1,28 Meter auf 80 cm groß. Und da kann man sich dann eben so schön im Wasser ja hängen lassen, sage ich jetzt mal. In der Spielabteilung habe ich dann auch eine Packung Uno gefunden. Wir haben ja schon so uralte Karten. Und genau, das habe ich bei Action gesehen, habe ich dann direkt mal mitgenommen. Kann man immer brauchen, oder Uno? Action hat ja auch eine Werkzeugabteilung und sowas. Und da habe ich mir hier diesen schwarzen Baueimer mitgenommen. Da kommt dann Bauschutt und sowas rein. Wir müssen ab und zu nämlich immer noch ein paar Steine wegfahren oder so, auch vom Garten, von alten Wegen. Deswegen habe ich mir da auch einmal einen mitgenommen, war auch ziemlich preiswert. Und finde ich, der ist eigentlich auch ganz groß, also passt echt auch einiges rein. Für meine beiden Neffen habe ich dann hier eine Packung Wasserluftballons mitgenommen. 500 Stück sind da in einer Packung enthalten. Ganz bunt, also die verschiedensten Farben. Grün, Blau, Pink, Orange, Rot, Gelb. Richtig schön für den Sommer, weil die pritscheln ja auch immer so gern Wasser. Ich meine, welches Kind macht das nicht? Und da können wir sogar selber mal mitspielen. Hätte ich richtig Lust auf so eine Wasserschlacht. Ich habe dann was Neues entdeckt und zwar in der Outdoor-Abteilung. Guckt es euch an. Ich liebe ja Buddha-Köpfe. Und das ist ein richtig großer Buddha-Kopf, wie ich finde, für eine Kerze. Da ist nämlich innen drin so eine Zitronella. Perfekt für draußen und so. Die soll ja eben auch die Mücken und sowas vertreiben. In Hellgrau habe ich mir den mitgenommen. Gab es auch noch in so dunkler Anthrazit. Aber ich finde wirklich unglaublich schön. Ich habe mich sowas von gefreut. Also der musste mit. Weiter geht es dann mit diesen Vorratsbehältern von Körber. Das ist ja auch eine Marke. Die sind aus Plastik und haben eben so einen wiederverschließbaren Deckel. Boah, manche sind richtig schwer drauf und aufzukriegen. Aber manche sind auch ein bisschen lockerer. Also die habe ich mir eben für die Vorratshaltung mitgenommen, aber nicht für Lebensmittel, weil die Lebensmittel möchte ich in Glas abfüllen. Also ich habe ja eigentlich schon für die Lebensmittel, aber schon noch für Verpackte. Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel Teebeutel, die noch verpackt sind. Oder offene Süßigkeiten wie Schokobons. Oder auch Backausstecher, also so Formen für Weihnachten und so weiter. Also ich glaube, dafür sind die richtig gut, weil die müssen da auch nicht ja, zu 1000% abgeschlossen sein, weil das sind die, glaube ich, einfach nicht. Also so lose Lebensmittel würde ich da jetzt eigentlich
ungern reinmachen. Ich bin da immer sehr picky, sage ich jetzt mal. Gibt es eben auch in verschiedenen Größen. Einmal hier die ganz große und die drittgrößte, weil diese Boxen gibt es insgesamt in vier verschiedenen Größen zu kaufen. Dann habe ich wieder was Neues entdeckt, und zwar diese schönen Sprühflaschen, genau. Gibt es insgesamt in vier verschiedenen Farben und mit vier verschiedenen Sprüchen drauf, habe ich euch in meinem letzten Action-Shopping-Vlog gezeigt. Einmal habe ich hier grau mitgenommen, ist aus Glas, was ich super finde. Und da drauf steht Blends. Und dann muss ich das auch noch mitnehmen in diesem, ja, Violettton. Grow My Blends steht da drauf. Und die sind echt super hochwertig. Sehen auf jeden Fall auch sehr schick aus. Und es sind eben solche Sprühflaschen. Da habe ich mich auch richtig gefreut, weil die einfach auch so hübsch sind. Ist mal was Besonderes. Ich finde, bei Action bekommt man auch coole, besondere Produkte mal, die man vielleicht woanders nicht so findet. Weiter geht es dann mit solchen selbstklebenden Fotoecken. Meiner Freundin zu ihrem runden Geburtstag habe ich ja ein Fotoalbum gemacht, und das sind bestimmt zwei Packungen, ja, auf jeden Fall zwei Packungen draufgegangen. Deswegen habe ich da sofort Nachschub geholt. Da sind 250 Stück Ecken drin, die sind super und auch total preiswert. Also die kleben toll, und damit habe ich schon mehrere Fotoalben gestaltet. Ich klebe da diese Fotoecken, vier Stück auf ein Foto, und in jede Ecke eben. Aus der Grillabteilung haben wir dann hier diese langen Zündhölzer mitgenommen. 27 cm sind die groß, und da sind 60 Stück enthalten. Auch richtig viel. Waren in der Grillabteilung, aber die kann man ja auch so für Kerzen und sowas benutzen. Deswegen habe ich mir da auf jeden Fall wieder eine Packung mitgenommen. Geburtstage stehen ja dieses Jahr auch so viele an, vor allem runde. Und ja, da habe ich mir hier so ein richtig niedliches Geschenkpapier mitgenommen zum Verpacken in rosa. Also es ist wahrscheinlich eher für meine Mädels. Rosa mit Herzen und auch so Regenbogen. Also das fand ich wirklich extrem schön. Das musste mit. Nochmal aus der Outdoor-Abteilung habe ich dann dieses praktische Glattkissen entdeckt. Weil wenn man mal wo unterwegs ist oder wo zuschaut bei einem Spiel oder bei einer Sportveranstaltung oder einfach nur draußen unterwegs in der Natur ist, kann man das mitnehmen oder für Festivals oder so. Also es ist super leicht. Kann man aufklappen, und dann hat man eben, ja, ein Sitzkissen dabei, wo man sich draufsetzen kann, wo auch keine Kälte durchgeht. Da bekommt man nämlich auch nicht so schnell Blasenentzündung oder sowas. Das gab es in zwei verschiedenen Farben, einmal in diesem Grau und einmal noch in diesem Blau. Aber ich habe mir eben Grau mitgenommen. Genau, ja, super praktisch. Weiter geht es dann mit so einem Maßband. Da drauf sind insgesamt 5 Meter, und die kann man, das kann man eben, ja, auch so ausziehen. So ausziehen, und das fährt sich halt dann auch wieder automatisch zurück. Wir müssen zurzeit so viel ausmessen und generell, ja, messen rund ums Haus und im Haus und so. Da habe ich mir gedacht, ist das eigentlich noch ganz praktisch. Hier seht ihr jetzt meine letzten zwei Videos. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Das war's jetzt mit meinem Action-Haul. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar. Oder wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.